Da ist Gampel TV mit Kunz. Hi Ali. Hoi. Wir sind hier im Artist-Bereich. Meine, du hast jenste Festivals dieses Jahr und letztes Jahr gespielt. Wenn du das hier vergleichst, den Artist-Bereich mit anderen Festivals, wo sind da die Unterschiede? Sicher Grösse. Es ist, man merkt, man wird da, man ist willkommen. Also man kommt rein und sagt so, hey, ich bin für dich zuständig, du hast das, das ist dieses. Dann kannst du duschen. Also man fühlt sich rundum einfach, ja, beibäbelt sozusagen. Also es ist toll. Ist denn das wichtig, dass man sich wohlfühlt als Künstler? Mega. Also es ist vor allem, was mega wichtig ist, und das haben wir hier, ist, dass du ein Ort hast, wo es ruhig ist. Also kannst, so blöd es tönt, aber zum einfach schnell ab und ab kommen, vor dem Konzert, schnell ein bisschen sammeln. Ist halt bei vielen so, wenn du ein Festival spielst und in einem Zelt halt musst du dich umkleiden, was völlig okay ist, aber halt in die Ruhe fällt. Und das ist hier toll. Hier. Du hast heute den Sonntag eröffnet. Nicht ein einfacher Slot, um 11 Uhr, die Leute sind übernachtigt, nach 3 Nachtparty. Wie haben das gehabt? Ja, wie du sagst, ich hatte zuerst das Gefühl gehabt, das könnte schwierig werden, weil eben, wie du sagst, übernachtet am Morgen um 11 Uhr, aber irgendwie jetzt nicht mehr Leute kommen. Es war voll und die Stimmung war herausgefordert. Also, wir haben, ist toll, also ich strahle immer noch wegen dem. Es war einfach ein geiles Konzert. Super Stimmung. Mega dankbar, dass die Leute so früh aufgestanden sind, aber noch eben, dass nach 4 Tagen noch mögen und kommen und so mitgemacht haben. Das ist, wir sind alle so ein bisschen geflogen auf der Bühne. Hast du es so gesehen? Wow. Ja, meine, du hast das Publikum mega im Griff gehabt. Also die sind runtergegangen, sie haben die Fans und alles mögliche mitgehabt. Wie erklärst du das Phänomen Kunz, dass das hier im Wallis auch funktioniert? Sicher ein grosser Teil, weil es viele Zentralschweizer hat. Das ist ja so, das ist ja so. Und ich glaube, also das Wallis, Oberwallis sind auch, hören, glaube ich, einfach gerne Mundart, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, also die Songs, die ich komponiere oder spiele, die sind, probiere immer noch irgendwie an den Leuten zu machen. Und ich glaube, das kommt euch halt auch an, wie so schon in der Deutschschweiz. Und ich habe das Gefühl, alle sind gerade in Sachen Musik eigentlich offen. Jetzt haben wir gegenüber Mundartmusik gehabt. Das ist nicht das erste Mal, dass ich alles gespielt habe. Und ja, ich glaube, die haben auch gerne Festen. Und ich glaube, ich weiss, sie festen einfach auch gerne. Und darum passt die Musik auch. Das letzte Album, Platz Nummer 1, noch Hunger. Wie viel Hunger hast du für die Zukunft? Ich habe immer noch Hunger. Aber muss jetzt mal wahrscheinlich mal ein kleines Päuschen machen, weil jetzt haben wir eben seit einfach so draußen ist, jetzt irgendwie Anfangs 14 und durch vorher schon haben wir eigentlich durchgespielt, durchgeschafft und jetzt mal wieder zum Ideen sammeln wird es wahrscheinlich nächstes ruhiges Jahr werden. Also einfach mal zum. Ja. Aber Hunger ist noch da natürlich, aber gerade wenn man so Sachen kann spielen kann, ist es einfach. Kann man von meinen kleinen Buben auf die Bühne stehen und echt. Geil, oder? Das ist einfach super. Okay, besten Dank Kunz, merci vielmals, dass du Zeit hast und erlebe Gampel weiter und trage es im Herz. Werde ich machen, danke vielmals, merci vielmals.